Jawohl, ja, einen wunderschönen guten Abend gewünscht, liebe Freunde. Es ist zwar noch früh, aber man kann ja durchaus schon von Abend sprechen. So, ich habe neulich schon angekündigt, während eines meiner späteren Soma-Videos. Jetzt macht euch auf was gefasst, Leute. Jetzt wird's knüppelhart. Jetzt wird's knüppelhart. So. Und löppt der Lachs. Oder auch nicht. Ups. Jetzt wird's geil. Ja, und? Dieses Rennen wird verwirrend. Ja, Irrgard. Muss denn immer alles Sag ich, jetzt der kompliziert komplette sein? Filmtrailer oder was? Hans Kackmann hier, hallo? Ich habe Kackmann, gehört, geil. dass Sie im Besitz eines vielversprechenden Fohlens sind. Was? Okay. Ja, ich glaube, den Filmtrailer, den müssen wir uns jetzt nicht geben. Nee, ich hab Bock auf Ponyreiten. Ich bin jetzt schön hier mit meinem Zossen. Ich glaube, Amadeus heißt da, wenn ich mich nicht irre. Amadeus und der andere? Von der Tina, wie heißt der Gaue? Ah! Verdammt, ich muss meine Schwester anrufen. Die soll meine Nichten fragen, die wissen das. Naja, whatever. So, schön Pony reiten gehen. Yeah, Baby. Ich hab Bock drauf. Fotoalbum? Nein. Was ist das für eins? Um den Album muss natürlich erstmal freispielen, klar. Einstellungen, ach, scheiß drauf, passt schon. So, ich will auf mein Pony. Missionen. Oh, Training, ausreiten. Oh, Training. Wähle eine Reitaufgabe. Kann ich ja gar nicht, ist schon alles gesperrt hier. Ausreiten? Ich will doch nur auf meinen Pony. So, wer sind wir? Sind wir Bibi oder sind wir Tina? Das ist hier die Frage. So, aber bevor ich mich auf den Gaul setze, muss ich mir erstmal Mut antrinken. Ich bin nicht so für Pferde. Hab ein bisschen Schiss vor den Viechern tatsächlich sogar. So, wir sind Bibi und wir reiten auf Tinas Zosse. Und zwar, wo reiten wir denn? Am Martinshof oder Schloss Falkenstein? Oh, schied wat drupp. Ach, was schön. Bin ich froh, dass ich den Film nicht sehen musste. Geile Grafik. Leck die Ziege. So, wie geht denn das hier? Aha, Zosse nach links, Zosse nach rechts. Der Zosse kann sogar rückwärts laufen. Aha. Kann ja auch vorwärts. Ah, Zosse kann auch vorwärts. Geil. Bisschen lame, das Vieh. Was ist denn hier der Gashebel? Ah, Leertaste meschen. Dann gibt der Zosse Gas. Aber er bremst auch sehr schnell wieder ab. Hier liegen irgendwelche lustigen Geschenke rum. Da vorne ist noch was. Boah, die Grafik. Ich bin völlig überwältigt. Gib mal Schubrakete. Wie hot mein Pony! Uah, Wasser! Kann ich auch springen? Was war das? Kamera schwächelt. Okay, mein Pony. Wie spring. Oh! Karte! Aha! Okay. Gar nicht mal so klein, das Gebiet. Ja. Was tun, sprach Zeus. Einfach jetzt hier sinnlos rum. Hoppla! Ja, ist ja gut, du dämlicher Gaul. So. Kann der Gaul nicht springen? Ich hätte aber gerne, dass der Gaul auch springen kann. Ah, guck mal hier. Steuerung für Ausdauerboost, Übersichtskarte, Beschleunigen. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Nö, kann gar nicht springen, der Gaul. Ist ja lame. Weiter jetzt. Guck doch mal. So. Ist das schon. Scheiß Zaun. Kommst du da rüber? Ach, guck mal, springt er automatisch. Das ist ja easy. So. Wunderschön. Jetzt hier. Über den Fluss rüber. Mein Gott, die Grafik, Leute. Bin ich froh, dass ich vor kurzem aufgerüstet habe auf eine neue Grafikkarte. Sonst hätte ich das Spiel hier nicht präsentieren können, glaube ich. Unfassbar. Fotorealistisch. Aber es ist irgendwie nicht viel zu tun, hier habe ich den Eindruck.
außer lustig durch die Gegend zu hoppeln. Jetzt geben wir dem Vieh mal alles. Ach, dann bleibt er einfach stehen. Ja, okay. Ah. Okay. Ich bin völlig überwältigt. Ja. Hinauf auf den Hügel, mein Pony. Mann, ist das spannend. Hahaha. Adrenalin pur. Hm. Man kann ja irgendwie nicht viel machen, ne? Soll ich jetzt hier wirklich nur im Kreis rein? Und vielleicht irgendwelche komischen Items, so Geschenke einsammeln? Kommst du da durch? Nee, kommt doch nicht. Was war das? Hilfe! Vollbremsung. Ah, scheint Wasserscheu, der Zosse. Los, du blödes Pony, gib Gas. Wir haben doch keine Zeit. Ich will doch meinen Zuschauern hier was präsentieren. Und nicht einfach nur sinnlos in der Gegend rumgaloppieren. Boah, ist das spannend. Ist das spannend, Leute. Ist das da vorne? Zeltlade? Sind das Pfadfinder? Oder so? Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg? Seid ihr's? Meine alten Buddies? Ich war ja auch mal einer von denen. Ja, euer Schmiedi war mal Pfadfinder. So. Noch so ein lustiges Geschenk eingesammelt. 7 von 16 Hufeisen. Tralala. Gut. Übersicht verschaffen. Aber hier ist auch irgendwie keine Sau, mit dem man mal interagieren könnte. Mit Tina kann man scheinbar auch nicht sprechen. Warum sehen die Gäule eigentlich beide gleich aus? Eigentlich müsste sie doch jetzt auf Bibis Schimmel reiten, oder? Hm. Jut. Na, ja, das geht ja ab wie ein Zäpfchen, das Game. Das geht ja ab wie ein Zäpfchen. Warte mal. Sagt der Weg weiter? Mal zurück. Wow. Da kann ich auch total viel mit anfangen. Ja, nicht verzagen. Schlückchen Bier trinken. Ich denke mal, besoffen macht auch dieses Spiel Spaß. Wir werden sehen. Ich glaube, da hinten über die Brücke, da kam ich doch her, ne? Und in der Richtung? Was ist das da vorne? Ist das das Gehöft, wo ich gestartet bin? Ich bin schon wieder unschlüssig. Hoppeln wir mal hin. Ich glaube, ich konnte da nämlich auch noch irgendwie mit den Stellen... Oh, hier ist noch ein Geschenk. Nehmen wir mit. Mit den Stellen interagieren und da irgendwas machen. Pony striegeln, füttern, wässern und so vielleicht. I don't know. Kenne mich, wie gesagt, mit den Biestern nicht aus. Ja, Viren, keine Ahnung. Was ist das jetzt hier? Spiel-Ad. Aha. Oh, geil. Ich kann mit der Pony tatsächlich füttern, wässern und striegeln, nehme ich an. Ah. Fülle den Trog mit Futter, indem du im richtigen Moment Leertaste oder Eingabe drückst. Beachte, dass nicht alles als Futter geeignet ist. Ach nee. Füttere dein Pferd nicht mit Dingen, die es nicht fressen kann. Glasflaschen zum Beispiel. Sonst endet das Spiel vorzeitig. Na gut. Mal gucken, wie wir den vergiftet kriegen. Ja. Und nun? Damit kann man... Das ist, glaube ich, nicht zum Essen. Das ist ein Striegel. Wihihi. Das ist, weil ich zum Hufe sauber machen, glaube ich, so eine Bürste. Ein Apfel. Ja, das sollte gehen. Wow. Noch ein Apfel. Was ist das? Keine Ahnung. Ist... Offenbar war das okay. Das scheint Stroh oder Heu zu sein, oder... I don't know. Das ist wieder so eine komische Bürste. Geht ab wie ein Zäpfchen, das Spiel. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, offenbar kann es das doch nicht essen. Na gut. Ja, Moment mal. Das probieren wir jetzt aber nochmal. Kann ich ja so nicht stehen lassen. Los, beweg dich, du Gaul. Was denn jetzt? Oh, muss ich jetzt extra noch zurücksetzen, oder was? Piep, piep, piep. Ja, die Kollegin hier, die nervt eigentlich auch mehr als das andere. Los, ring. Bibi, du alte Nuss. Mach fertig. Wir füttern jetzt den Zossen. Was ist das? Keine Ahnung. Ist es? War offenbar okay. Das ist der Striegel, den kannst du nicht essen. Noch ein Striegel. Stroh oder so.
Würste. Stroh. Karotte. Das scheint dem Zossen zu gefallen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann das irgendwie identifizieren. Aber wir haben gelernt, das Pony kann das nicht essen. Bürsten kann es auch nicht essen, da bin ich mir ziemlich sicher. Striegel genauso wie ich. Lecker Stroh. Sagenhaft spannend, das Game. Also, das haut mich völlig vom Hocker. Aber ich glaube, ich bin auch nicht unbedingt, gehöre nicht unbedingt zu der typischen Zielgruppe für dieses Spiel. Erstens, wahrscheinlich falsches Geschlecht. Und eine Winzigkeit zu alt, glaube ich. Los, frisst du blödes Vieh. Way, das Pferd ist jetzt satt. Da hat es mir etwas voraus. Du bekommst einen Ausdauerboost. Yes, thank you very. I am so happy. Wenn der Zosse glücklich ist, bin ich auch glücklich. Und hier, natürlich kann man hier sein Pony auch noch striegeln. Wie geil ist das denn? Bürste das Fell deines Pferdes mit den Pfeiltasten oder den Tasten WASD, um die schmutzigen Bereiche zu beseitigen. Vermeide es, die Bürste an empfindlichen Stellen einzusetzen. Bist du zu unachtsam, endet das Spiel vorzeitig. Oder viel mal striegeln. Mein Gott, hat der sich eingesaut. Wie aus du siehst. Polier, polier. Striegel, striegel. Du bist mir einer. Mensch, Mensch, Mensch. Normalerweise sollte man nicht durch Waschanlage jagen. Einmal Premium-Wäsche mit Unterbodenschutz und Heißwachs. Tralala. Schrupp, 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 schrupp. So, wir wollen ein sauberes Pony haben. Na, striegel, striegel. Ich glaube, das wird der Gaul gut. Jetzt noch den Arsch polieren. So, Schraub, Runner, Striegel, Striegel. Findet der scheinbar gut. So. Epic, Junge. Total episch. Episch Pferde striegeln. Das Pferd ist jetzt sauber. Auch da hat's mir was voraus. Ich war heute noch gar nicht duschen. Hehe. Ich alter Schmutzfink. Mach ich später. So, Pferd ist sauber. Pferd ist satt. Gut. War hier sonst noch irgendwas? Irgendein Mumpitz, den man hier reißen kann. Von der Ecke und so. Halt. Ah. Königreich für eine freischwenkbare Kamera, aber haben wir nicht. Oh, da liegt noch ein Geschenk. Das sahen wir noch ab. Aber ist cool. Das Spiel kannst du mit 5 Tasten steuern. Mit den Pfeiltasten und Leertaste zum Gas geben. Da muss man schon mal nicht viel lernen. Da kann man offenbar nicht rein. So, tralalü und tralalai. Warte mal, hier war doch... Hier gibt es doch noch Locations. Lass doch mal... Ich reite jetzt mal zu der Windmühle. Seht ihr die? Komm da. Hühot, mein Zosse. Hepp. Dein Ernst? Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist ja wie bei Alien Isolation, wo die Alte auch nicht über eine 40 cm hohe Barriere springen kann. Aber hier ist noch ein Geschenk, da nehmen wir noch mit. So, jetzt volle Kehrtwinde. Und hier lang. Und dann so Richtung Mühle, habe ich mich gedenkt. Heil. Keine Ahnung, was ich hier mache. Gib Gas. Ja, Richtung stimmt so halbwegs. Jetzt müsste eigentlich ein Weg kommen. Ja, genau. Da folgen wir mal dem Weg. Zoom, zoom, zoom. Da vorne ist zwar ein Gebäude, aber ich sehe hier keine Mühle. Gib Schubrakete. Ach, das ist wohl eine Mühle. Es ist allerdings keine Windmühle, wie hier auf der Karte dargestellt, sondern eine, wie nennt man sie, Wassermühle. Per Wasserkraft betrieben. Wo ist das hier? Hallo? Da. Kann man hier irgendwas abgreifen? Oder sonst irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten? Ja, oh, dieser Gaul. Der kann ja gar nichts. Der steuert sich wie ein 40-Tonner. Nee, das geht auch nicht. Okay. Wahnsinn. Das GTA für Reiterhofspielliebhaber. Diese Open World. Wahnsinn. Die ist so angefüllt mit Gelegenheiten und Möglichkeiten und Personen und Geschichten.
und Aufträgen, Quests und hast du nicht gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ansonsten ist hier auch irgendwie nichts von Interesse auf dieser Karte. Warum sind da drei so komische Kringel auf dem Hof, wo ich gerade war? Gibt es da vielleicht noch eine dritte Interaktionsmöglichkeit, die ich übersehen habe? Ob das wohl sein könnte? Ah, komm, wir galoppieren nochmal zurück, was soll der Geiz? Gib Schubrakete! Oh ja, wenn ich jemals ein Pferd besitzen sollte, werde ich es Rakete nennen. Und wenn ich ihm die Sporen gebe, bringe ich dann den Spruch: Gib Schubrakete! Juhu! To Infinity and Beyond! So, eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. Aber hier auf der Karte ist ja noch so ein dritter Kringel. Ich weiß noch nicht wo. Oh, die Alte steht auch nur im Weg mit ihrem Gaul. Mann, 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 doch. Kann ich hier rein? Da müsste irgendein Symbol müsste mir ja angezeigt werden, wenn ich da was machen kann. Also, füttern, striegeln. Aber hier müsste es noch was geben. Habe ich wieder Knöpfe auf Augen? Ach, guck mal hier, ein Geschenk. Eingesackt. I don't know. Ja, um Gottes Willen, die Steuerung. Kollisionsverhalten mit Objekten ist auch ganz, ganz glorreich. Da kann man es füttern, hier kann man es striegeln, aber... Verdammt, noch eins. Mädchen, geh mir aus dem Weg. Alex, mir doch am Arsch. Galoppel. Oh, so, ein Schmackes vom Baum. Ups, geil. Oh, guck, noch ein Geschenk. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Ach, jetzt habe ich einen Moment gedacht, er springt doch. Ist dann aber im letzten Sekundenbruchteil doch wieder an der 30 cm hohen Barriere hängen geblieben. Na gut, so viel zum Thema Ausritt. Jetzt will ich aber noch wissen, was Bibi und Tina denn hier für Missionen absolvieren können. Leco mio, was mache ich nur mit meinem Leben? Aber ich glaube, das fragt sich jeder YouTuber regelmäßig, besonders wenn er so ein Mist spielen muss. So, jetzt bringen wir mal die andere Eiche. Reittraining. Willkommen auf dem Martinshof. Hilf Bibi und Tina dabei, sich fit fürs Falkensteiner Rennen zu machen und zeig im Maisfeld, was du drauf hast. Yeah. Bis dahin gibt's aber noch viel zu tun. Bevor es losgeht, erfährst du, wie du reiten, springen und dein Pferd lenken kannst. Ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon rausgefunden hätten. Ist ja jetzt nicht so kompliziert. Naja. Reite von einem Checkpoint zum nächsten. An jedem Checkpoint bekommst du wichtige Spielhinweise, die du beachten und ausführen musst. Ja dann. Auch das haben wir schon rausgefunden. So. Ping. Der Orientierungspfeil gibt dir mal an, wo sich dein nächstes Ziel befindet. Ups. Entschuldigung. Reite in die Richtung, in die der Pfeil zeigt. Oh, krieg ich geschissen, glaube ich. Das krieg ich hin. So, guck mal hier. Ist doch wie bei GTA, oder? 100 Pro. Drücke Leertaste ohne Eingabe, damit der Zosse Gas gibt. Ja, 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 das haben wir doch alles schon rausgefunden. Ach. Sobald du schnell genug reitest, kannst du über Hindernisse springen. Ah, das hat was mit dem Tempo zu tun. Ja gut, macht Sinn, ne? Reite im Galopp auf ein Hindernis zu, um darüber zu springen. Okay. Wo soll ich denn links? Da hinten links. Yeah! Pony, gib alles! Hui! Um Gottes Willen. Jetzt direkt vom Baum. Und zack, mein Gott, jetzt geht das Vieh aber ab wie ein Zäpfchen hier. Leck mich! Lauf am Fuß. So, guck mal hier. Wahnsinn. Geschafft. Wow. Success. Erfolgserlebnis. Ich bin total hin und weg. Dieses Adrenalin, ey, ist der Wahnsinn. Nächste Reitaufgabe. So, jetzt bin ich geil auf die Schüssel. Wie geht denn das hier? Da lang. Jod Pony. Nächste Tango ist ein Walzer. Was ist das für ein Unsinn? Ein Dingsbums. Eine Medaille oder sowas. Huch. Im Galopp zur alten Eiche.
Wettreiten. Ein Wettreiten gegen einen anderen Reiter. Reite von einem Checkpoint zum nächsten, ohne einen Checkpoint auszulassen. Und das auch noch auf Zeit wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ein Wettreiten, ne? Ja, dann. What? Mein Pferdchen. Kannst du vergessen, Bibi. Das ist mein Reiterhof hier. Ei, Ruhl. So. Läuft doch wie am Schnürchen hier. Komische Hexenblach, sieht doch gegen mich kein Land mehr. Gut. So. Toss a coin to your witcher. Ich hab seit Wochen einen Ofen. Ob Bibi und Geralt sich kennen? Vielleicht ist Bibi Ciri in einem anderen Universum. In einem Paralleluniversum. Ciri Blocksberg, die kleine Hexerin. Ja, nächste Reitaufgabe. Was gerade so schön war. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Wege sind was für Amateure? Ich reite immer Querfeld ein. Ist nur die Frage. Ich sehe nichts. Jetzt wohl noch ein Stück. Dumm, die dumm. Aha, Spiel lädt. So denn, Hühot. Der eine Gaul heißt Amadeus, vielleicht ist der andere noch, verdammte Axt. Haben wir Bibi und Tina-Fans hier? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie der andere Gaul hieß. Auf die Plätze, schnell zum Schloss. Noch ein Wettreiten. Wow, abwechslungsreich. Kriegen wir hin. Hühot, mein Pony. My little pony. Auch ganz fantastische PC-Spiele zu, habe ich mir sagen lassen. Scheiße. Okay, hab verkackt. Hab verkackt. Das Viech hat einfach einen zu großen Wendekreis. Jetzt gib aber mal Gas hier. Vollbremsung. So. Da vorne ist Bibi. Ja, das hat sich wohl jetzt erledigt. Jetzt aber. Gaul. So, Ausdauerboost eingesetzt. Da ist sie. Da ist sie. Ich krieg dich. Ich krieg dich, du Nuss. Noch so ein Boost? Ne, mehr Boost habe ich nicht. Haha, schade. Aber ich krieg dich trotzdem, Mädel. Ich kürze nämlich heimlich ab. Während die brav auf dem Weg bleibt, mache ich hier ein Querfeld einrennen raus. Mann, ist das challenging. Unfucking fassbar. Wendekreis wie ein LKW, also das ist wirklich... Naja. Schön, schön. Ja, wo wir gerade dabei sind, Mensch, direkt die nächste Aufgabe. Aber ich fände das ja geil, wenn das Spiel so was Ähnliches wie eine Handlung auch hätte. Irgendwie eine Geschichte erzählen würde. Das war wohl zu viel verlangt. Man müsste nur einfach schnell ein Spiel produzieren, um noch ein bisschen mehr Umsatz zu generieren. Den der Film sowieso gemacht hat. Aber ist ja erstaunlich. Bibi Blocksberg gibt es ja seit 40 Jahren, glaube ich, so roundabout. Also das gab es schon, als ich auf die Welt kam, glaube ich. Ich habe es jedenfalls als Blach auch sehr viel und gerne gehört. Bibi Blocksberg ist auch ein Phänomen für sich. Und natürlich Benjamin Blümchen habe ich mir damals auch noch gegeben, ohne Ende. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch so diverse Bibi Blocksberg-Folgen als MP3 hier auf dem Rechner rumfliegen. Und wenn mir danach ist, schmeiße ich mir die auch ganz gerne nochmal an. Aber am liebsten höre ich mir die guten alten drei Fragezeichen an. Drei Fragezeichen sind immer geil. Ach, zur Überraschung mal wieder ein Wettreiten. Uahaha. Na, vielleicht wird das, vielleicht zieht zumindest der Schwierigkeitsgrad ja mal irgendwann an. Oh, jetzt mit Hindernissen. Ja, scheiß die Wand an. Jut, jut. Mein Pony, jetzt da ins Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld, ja, das ist immer frei. Ole, ole, ja, ich sing schon wieder. Hör mal, Bibi, jetzt wird man nicht zudringlich hier. Die Kamera macht ganz komische Sachen. Und hopp. Ah, löppt der Lachs, löppt. Also reiten kann ich ja mal, Leute.
nennen sich diese reitsportbegeisterten Menschen Equestrianer oder so ähnlich? Oh, da ist auch schon das Ziel. Ole, 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 ole. Zack, Olympia-Reife, die ich hier abliefer. Guck mal. Gerade mal ein Minütchen. Ja, geil. Nächste Reitaufgabe. Ich hab richtig Bock auf den Schissel. Wie lange mache ich das hier schon? Fast eine halbe Stunde. Das darfst du keinem erzählen. Mit 38 Jahren sitzt der Mann am Rechner und spielt Bibi und Tina. Was ist das denn hier? Oh, hier ist es. Bisschen neblig, wollte ich sagen. So, nächste sagenhafte Challenge. Ein Pfeil drauf abgebildet. Was mag das jetzt sein? Vielleicht mal was anderes als ein Wettreiten. Orientierungsreiten. Ein Pferderennen gegen die Zeit. Reite auf dem kürzesten Weg vom Start zum Ziel. Hoppala. Das Bier gibt Pfötchen. Ja, gut. Auf dem kürzesten Weg. Jot. Also diesmal mit ohne Checkpoints. Sag ich mal. So. Schön querfeld ein. Doch, da vorne ist ein Checkpoint. Den sollte ich dann auch mitnehmen, ne? Ja, löpp der Lachs. Da ist er doch schon, der Martinshof. Sagenhaft. Wenn ich nicht so viel fluchen würde, würde ich das Video, was ich hier gerade aufnahme, sogar meinen Nichten zeigen. Aber meine Schwester erwürgt mich, weil ich hier so viele unflätige Ausdrücke verwende. So, ja, nächste Reitaufgabe. Geil. Jott. Wie geht denn das hier lang? Jetzt nicht am Tor hängen bleiben. So. Über Stock und Stein. Hindernisrennen. Ein Sprintrennen im offenen Gelände gegen die Zeit. Ich springe über alle vorgegebenen Hindernisse. Ja, why not? Kriegen wir hin. Ich hab das voll drauf, hör mal. Ich werde noch großer Springreiter auf meine alten Tage. Jott, los. Dreckeliges Vieh, spring. Mache ich Sauerbraten aus dir. Oder Hundefutter wahlweise. Kommt drauf an, wie alt du bist. Ja, ich hab das voll drauf, sag ich mal, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Spaß macht's schon. Das ist für Leute mit wenig Frusttoleranz geeignet, sag ich mal. Weißt du, das ist wirklich nicht schwer. Ey, Bibi hat den Checkpoint verpasst, das habe ich genau gesehen. Disqualifiziert sie. KI cheatet. Wie immer. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Oh, hoppla. Jetzt aber. Schubrakete. Nein! Jetzt bleibt der da stehen. Och, nee, Gaul. Das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Aber Bibi bleibt auch stehen, witzigerweise. Ja, schön, danke auch. Da habe ich auch mehr gehabt. Die hätte jetzt so richtig schön davonziehen können. Hat sie aber nicht getan. So, da ist die Ziellinie. Jetzt gehen wir nochmal alles. Und wunderprächtig. Ah, schade. Gute Zeit war das jetzt nicht. Aber was soll der jetzt? Nächste Reitaufgabe. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel heute in einem Rutsch durch, oder? Wäre doch albern, hier überhaupt zu pausieren. Warte mal. Ich muss doch ganz bestimmt nicht auf den Hof, sondern hinter den Hof. Deswegen bleiben wir besser draußen. Wer weiß, wie viele Tore es da gibt, um rauszukommen. Nicht, dass ich gleich in der Sackgasse stehe. Ah, ich glaube, das war schon eine ganz gute Idee, was ich hier mache. So. Auf. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. So. Dum, di, dum. Ah, ist das schön. Ist das schön, Leute. Und nun? Im Galopp zum Schloss. Ein Checkpoint-Rennen. Erhältst du einen Zeitbonus für Checkpoints? Mhm. Naja. Das ist natürlich... Oh, scheiße. Ha, ich hab mit dem Auge. Es ist etwas abwechslungsarm. Pferderennen hier, Pferderennen dort. Aber naja, gut, darum geht's halt im Spiel, ne? Um Gaule. Aber wenn Bibi mal irgendwie ab und zu mal einen Zauber ablassen würde,
könnte man doch schon einigen Unsinn hier anstellen. Ja, man müsste mal ein Bibi Blocksberg und Harry Potter Crossover-Spiel entwickeln. Da sehe ich sehr viel Potenzial. Bibi vs. Harry. Bibi auf Kartoffelbrei und Harry auf seinem... Was hat der zuletzt für einen? Feuerblitz? Ich weiß halt nicht mehr. Das ist schon wieder ein Weilchen her mit der Harry Potters. Auf jeden Fall, das wird aber lässig, ey. Bibi vs. Harry. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch diese Idee gefällt. Dann mache ich mal eine Kickstarter-Kampagne fertig. Und wir entwickeln gemeinsam als Community ein solches Spiel. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Oh, hier ist das Ziel. Hoppla. Und jetzt nicht in den Burggraben. Ja, egal. Ich hoffe, können Pferde schwimmen? Bin mir unschlüssig. Bei denen durch einen Kackstelz? Huch. So. Lott. Ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch. Und dann habe ich, glaube ich, alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Um die Wette zu Kackmanns Gestüt. Der Typ heißt wirklich Kackmann. Unfassbar. Ja, ein Wettrennen. Hurra. Welch eine Überraschung. Sensational. Wer war das denn? Das war aber nicht Bibi. Nämlich andere Leute verfolgen mich. Und mein Pony. Mein kleines Pony. Ja. Es ist einsam an der Spitze. Kackmann. Ich fasse es nicht. Kackmanns Gestüt. Düm, düm. Aber landschaftlich sehr schön hier alles, ne? So. Voll abwechslungsreich. Oh nein, ein Hindernis. Um Gottes Willen, jetzt aber hurtig. Jetzt aber hurtig, Pony. Oh, scheiße. Hätte ich fast die Kurve nicht gekriegt. So, läuft. Läuft. Der Gaul. Ha. Ich komme nicht drauf, wie der andere Gaul hieß. Amadeus und... Ups, scheiße, falsch abgewogen. Falsch abgewogen. Ah, Panik. Amadeus und Mozart. Oder Wolfgang, weiß ich nicht. Wolfgang, Amadeus und Mozart. Ah, Vorsicht. Wenn der Gaul nämlich überhaupt keine Ausdauer mehr hat, dann bleibt er ganz abrupt stehen. Das mit so einem Rennen natürlich zu vermeiden sein sollte. So. Ich fass es nicht. Ich sitze hier und spiele seit über einer halben Stunde Bibi und Tina. Und so scheiße ist es wirklich nicht. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, ich schmeiß das Spiel da 10 Minuten aus dem Fenster. Samt Rechner, Controller und allem. Aber ne. Ah. Ich bin ja mal auf euer Feedback gespannt zu dem Game. Ups, hier geht's lang. Hier lang, nein, da lang. Aber von dem anderen Reiter? Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Wo bin ich denn jetzt dran hängen geblieben? Wo ist denn dieser andere Reiter eigentlich? Die läuft doch eigentlich ein Rennen, oder? Der scheint aber weit hinter mir zu sein. Wenn er mich jetzt nicht überholt hat, habe ich ja den Vorsprung des Todes. Ah, da vorne ist das Ziel. Ah, Vorsicht. Ausdauer niedrig. So. Jetzt gibt alles Pony. Tada! Sensational. Sensational doch. Ja, Freunde, so viel dazu. Das war Bibi und Tina. Ganz witzig, der Schissel. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Freunde. Ich habe euch alle lieb. Bleibt mir gewogen. Wieso geht das jetzt hier nicht? Spiel. Hallo? Ja. Na, geht doch. Ich bin ein bisschen zu blöd heute. Ja, in diesem Sinne, Freunde, einen schönen Abend wünsche ich noch. Haut rein!